Ja, heute schauen wir uns mal einen Autoloader im Bereich der leichten Panzer an. Und da kann es ja fast nur einen geben, den T-71. Natürlich gibt es da mehr, aber der T-71 ist einer der längsten, ältesten und ja, doch schon sehr spaßigen Panzer. Death from Above heißt der Spieler und er hat hier das ungünstigste losgezogen. Er ist in einem Zehnergefecht gelandet. Natürlich kann der Panzer Zehner sehen, aber man wünscht sich dann doch halt immer, bitte lass es nicht passieren. Jetzt muss er aber das Beste draus machen. Und da schauen wir mal, was er da so reißen kann. Er hat in Summe 6 Schuss im Magazin. Schaden ist 150, die Durchschlagskraft dabei 175 und Premium wäre Durchschlagskraft 210. Also jetzt gar nicht so viel dramatisch besser. Also auch für Zehner jetzt nicht so, dass man sagt, jo, damit kommt man ganz easy leicht durch. Also mal schauen, was er damit hier jetzt so anstellen kann. Es dürfte aber eine sehr geile Runde werden. So, da haben wir schon den 1390. Aber die ersten beiden Schüsse waren schon mal für ein Popo. Muss natürlich auch aufpassen. A ist ein AT im Spiel. B, hier wird man auch gern mal umlaufen. Aber jetzt kann er hier auf den Foch. Erster, zweiter, dritter Treffer. Und jetzt ist er im Reload. Ja, das waren auch schon mal die ersten drei feinen Trefferchen, die er hier landen konnte. So, jetzt, nachdem er wieder alle Schuss im Magazin hat, kann er dann auch sich wieder ins Spielgeschehen schmeißen. Allerdings natürlich bitte hier nicht als Frontsau, weil die 840 Hitpoints sind eher Trefferpünktchen in dem Match. So. Jetzt Foch, Foch weg und jetzt 1390. Oh, schade, den hätte er nämlich schön durchschlagen. Aber der ist durch. IS-7. Ja, Gott sei Dank konzentriert die IS-7 jetzt sich nicht auf den. So, jetzt am Heck kommt er dann doch mal durch. Bekommt jetzt aber vom T-43 eine rein. Und da kommt auch noch der AMX. Also er ist jetzt gut daran bedient, dass er da jetzt sich da ein bisschen zurückzieht. So, jetzt kommt er auf den AMX und der ist natürlich auch für ihn gut zu durchschlagen und da kann er den Kill klar machen, macht seinen zweiten Kill schon klar. Das ist jetzt, finde ich, nicht selbstverständlich in diesem Matchmaking unbedingt. Klar, die Achter ja, aber gerade so 9er und 10er ist was Eigenes, wobei mir fällt gerade natürlich jetzt just in dem Augenblick auf, wo ich sage, der Gegner hatte gar keine 9er. Der hatte lediglich 8er und dann gleich 10er. Sein Team hatte 2 9er. Also das Matchmaking selber mal wieder kurios. So, und jetzt T34 guckt auf ihn. Ja, aber bevor er das Türmchen drehen konnte, war er auch schon weg. Dritter Kill, 1500 Schaden. So, da unten jetzt mit dem Panther 2 und AMX 5000 definitiv machbare, durchschlagbare Panzer für ihn.
Jetzt ist da der erste Gegner bei denen im Cap, führen aber auch schon mit 7:9, haben auch noch 2 Zehnerpanzer mehr, als er hier hat. Jetzt hat er sich auch mal kurz im Cap blicken lassen, merkt aber, das ist eigentlich gar keine gute Idee. Deswegen geht er jetzt doch raus und wird wohl Richtung Cap fahren. Jetzt ist er auch offen. Also natürlich weiß jetzt auch noch der Gegner, hoppala, der andere kommt, aber fahren aus dem Cap raus. Ob das nicht ein Fehler war, das weiß ich nicht. Da ist der 57 Heavy offen. Da muss er natürlich aus der Fahrt schießen. Stehen bleiben. Endet ganz schnell, ganz doof. So, man sieht an den dicken Jungs, da kommt man halt einfach kaum durch. So am E3 hinten geht's dann doch. Die interessieren sich nicht mal für ihn. Die denken sich, so eine Schmeißfliege. Der ist mir ja vollkommen egal. Das heißt, er hat jetzt sogar noch alle Zeit der Welt hier zum Nachladen. Ja, der E3, der kann nichts machen. Der E5 müsste es wenn dann machen, weil der E3, der kann sich einfach nicht mitdrehen. Und jetzt, ich glaube nicht, was hier gerade passiert. Jetzt zündet er den E5 auch noch an, der ihn da so was von ignoriert hat. Und der brennt weg. Und der E3 schreibt auch behind das Idiot. Unglaublich, was der E5 hier gemacht hat. Also das ist ja sowas von kurios. Das geht auf keine Kuhhaut. So, der E3, der hat natürlich, der kann da nichts machen, aber lächerlich muss man ja schon sagen, was der E5 da gemacht hat. Das darf nicht passieren, ganz einfach. So ist es. Jetzt kommt der 57 Heavy. Sein E75 ist da auch noch gerade in Not. So, jetzt zündet er den 57 an und zündet ihn das zweite Mal an. Der Feuerlöscher ist weg. Und den nimmt er auch raus. Was ist denn da los? Also, ich würde sagen, ganz klar verdient Replay of the Week. Weil das, was hier der T71 macht, ist an Optimismus, Kaltschnäuzigkeit und allem anderen nicht zu übertreffen. Deswegen auch diese unglaubliche XP-Anzahl. Also, das Replay sollte man wirklich gesehen haben. So, der E75 nimmt den T55 Mod raus und jetzt ist nur noch ein Panzer im Spiel und das ist die Arti. Und jetzt schaut es verdammt gut aus, dass sie hier auch den Sieg nach Hause bringen. Er schreibt auch, I got lucky. Das ist natürlich absolut richtig, aber auch Glück gehört halt mal dazu und auch der Gegner schreibt, gute Arbeit gemacht, Junge. Und auch die Jungs bedanken sich bei ihm, dass er das Spiel gecarried hat und das definitiv, das hat er. Also, ich muss sagen, das ist wieder mal eine Kuriosität in dieser Woche nach dem AMX der Arti, die ich so nicht erwartet hätte. So, jetzt fährt er hier durch den Cap, will aber natürlich sich die Arti schnappen. Arti ist nicht zu sehen. Irgendwie habe ich so das Gefühl, die Arti könnte sich noch ersaufen. Aber natürlich wäre das schon eine ganz schön feige Nummer. Könnte auch natürlich auf A1 stehen, ganz klar. Ja, er schreibt jetzt auch Cap Fuck It. Vollkommen richtig, wenn man sie jetzt nicht findet, weil Badget ist ja auch ein schnelles Ding. Da kommt man nicht mal so ganz einfach nach. Deswegen einfach cappen und fertig. Aus die Maus, gar nicht lang rumtun. Nachdem er seinen Punkt mit 85 Punkten verteidigt hat, darf er jetzt auch den gegnerischen Punkt einnehmen. Und zu zweit, da geht's auch deutlich schneller. Er lobt jetzt auch nochmal seinen E75.
Und er weiß, okay, ich bleibe hier besser nicht stehen. Ich bewege mich, dass wenn mich die Art hier nochmal aufmacht, ich hier nicht das ganz leichte Ziel bin dafür. Macht hier fast schon einen schönen Donut. Und es ist noch 6 Sekunden. Ja, und die Arti schießt nicht mal mehr. Also das war ganz klar der Sieg und der verdiente Sieg und eine tolle Runde. Hat mir sensationell gefallen und wie gesagt, ein wirklich sowas von verdientes Replay of the Week. Ich hoffe, ihr seht es ähnlich. Lasst mir einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Euer Akaramba.